Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Es wird mal wieder Zeit. Und wir sind schon mittendrin, ne, für ein neues Survival-Spiel. Und das heißt auch so, das heißt Survival for Pain of Youth. Und wir sind hier, denke ich mal, nicht in der Neuzeit, irgendwann so 17., 16. Jahrhundert irgendwie so. Auf dem Schiff anscheinend. Wir wurden gerade geweckt. Ich freue mich schon richtig drauf. Das hat sehr gute Bewertung gekriegt und ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier so machen können. Ich denke mal, die Geschichte wird jetzt hier gleich sein, dass wir irgendwas machen, entern werden. Ich verrate schon vorher das, ne? Ich kenne wie immer gar nichts. Ich habe das jetzt mir nicht vorher angeguckt, nichts gesehen, keine Ahnung. Aber Survival heißt ja, dass man alleine irgendwie was macht und deswegen denke ich mal, dass wir irgendwie kentern werden. Kommen wir hier nach oben? Oh ja. Das sieht aber komisch aus hier. Was ist denn das da? Wir können. Ach doch, ein bisschen sprinten können wir. Oh. Bekämpfen Sie Tiere. Benutzen Sie Abwehr. Sie können einen Angriff abwehren, indem Sie direkt vor dem Feind angreift, rechte Maustaste drücken. Drücken Sie den Gegenschlag. Auch mit einem Gegenschlag abwehren. Okay. Und der Vieh. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt hier richtig viel Schaden gekriegt habe. Nimm dich der Karte an. Vorbereitung für den Rat. Wir haben die Insel erreicht. Zeit, sich die Kapitänskajüte zu versammeln und die Pläne für morgen zu besprechen. Geh zum Bug des Schiffs. Wissenschaftler müssen die Karte wieder auf den Oberdeck gelassen haben. Bitten Sie das gefährliche Tier. Nimm die Karte an dich. Nimm die Karte auf dem Bogen an dich. Auf dem Bogen? Hier. Das ist ein Fass. Ist okay, Bogen. Ah, okay. Was habe ich denn jetzt? Muss ich schon wieder runter? Da bleibt er bloß drin. Komisches Nagetier. Also irgendwie oben ist da kommen wir irgendwie nie hin. Kapitänskajüte. Ist sie nicht oben? Ah, Kapitän. Stahlfeuerstein. Ah. Okay. Machen wir erstmal Licht an. Kann ich hier noch irgendwas aufheben? Nee. Notiz zu indianischen Artefakten. Notiz, ja, wir fanden zahllose Spuren der Kreatur der Einheimischen auf der Insel, die wir erkundeten. Vom speziellen praktischen Interesse sind die seltsamen verzierten Flaschen, die eine ungewöhnliche Flüssigkeit beinhalten. Wir fanden zwei absolut identische Flaschen auf zwei verschiedenen Inseln. Beide waren mit Wasser befüllt. Aus Neugier trank ich das Wasser aus einer dieser Flaschen. Es war erstaunlich frisch und wohlschmeckend. Innerhalb zweier Tage fingen meine alten Narben an zu heilen. Ich fühlte mich um Jahre jünger, stärker und gesünder. Ich kann nicht aufhören, über dieses Wasser nachzudenken. Vielleicht haben diese Flaschen irgendwas mit den Jungbrunnen zu tun. Was, wenn dies das lebende Wasser ist, von dem mir Wei Bana erzählt hat? Nur für den Fall lasse ich eine Flasche in meiner Truhe. Captain Juan Ponce de Leon. Oder de Leon. Keine Ahnung. So. Expeditionsbuch. Ich werde das jetzt nicht hier alle vorlesen. Ich mache das mal hier so ein bisschen, dass man vielleicht eventuell das sich anhalten könnte. Dann könnt ihr euch das so durchlesen. Aber sonst so mache ich das nicht. Platziere die Karte auf den Kartenhalter.
Ich hätte von A nach B reisen. Was ist denn jetzt hier so das Ziel? Ah, ja. Zwei mitnehmen, ne? Ah, was ist los? Was ist hier passiert? Der hört sich da an wie Krieg. Storm came out of nowhere. None of us were ready for it. Strong winds and giant waves blew up in a split second and crashed into the ship. The sails were torn apart and the ship slammed into the reefs. The sailors jumped from their bunks and tried to save the ship, but it was too late. So, aber ich will auch ein bisschen survivalen hier. I came to my senses on the sandy shore. My memories were gone. I could not even remember my name, but I was alive and hoped that at least one of my fellow crew members had also escaped. Das glaube ich nicht. Aber vielleicht. Im Dschungel gibt es Nabel- und Wildschweine. Was sind Nabelschweine? Okay, ich kann dort Bananen, Lianen, Bad Yatoba-Harz, Brotfrucht und andere wertvolle Ressourcen finden. Eine Brotfrucht. Die heißt bestimmt so, weil sie wie ein Brot aussieht. So, oh. Ich habe gehört, das soll ein bisschen schwer sein, das Spiel. Wurfmodus. Also ich habe die Axt genommen, weil ich irgendwie brennende Sonne. Läuft jetzt schon irgendwas ab? Klar, kein Wind. Ach du Heiliger. Ich stehe in der prallen Sonne. Meine Kleidung bietet keinen vollständigen Sonnenschutz. Ich sollte Schatten suchen, um mich zu erholen. Sonst bekomme ich schnell einen Sonnenbrand. So, ich weiß nicht. Ich laufe hier erstmal wirklich Richtung... Oh. Nicht Richtung Feind, sondern Richtung Schatten hier. Okay, jetzt sind wir Richtung Schatten. Okay. Ah, dann ist das ja relativ... Oh, werde ich hier erschlagen? Interaktion. Umschneiden. Okay. Alles ernten. Alte Umschalttaste gedrückt, um 5 hinzuzufügen. Was denn 5 hinzuzufügen? Ein Schneider. Achso, ich kann gar nichts ernten. Kein geeignetes Werkzeug. Na gut, ein paar liegen ja hier unten, aber ich hätte gerne auch Krabben. Die Krabbe da. Ich habe mal gehört, ich soll von hinten anschleichen. So, anschleichen. Achso, okay. Probier einfach mal. Oh yeah.
So. Gut, wir haben schon mal eine Krabbe. Ich hoffe, wir haben jetzt hier... Was ist ein Umschneiden? Wenn du eine kleine Palme fällst, wächst er nicht nach. Okay. Das habe ich nicht. Axt habe ich. Umschneiden. Ach so, das kostet denn so viel Zeit. Ach du Heiliger. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Wir hier nicht in der prallen Sonne sein. Gut, wir haben schon mal einen Baum. So, da ist ja als erstes Kräfte Kokosnuss. Durststillen, Einführung. Kräfte Kokosnusswasser. So, das haben wir. Oh, da muss man erstmal ja gucken, wie man hier überhaupt zurechtkommt. So, das haben wir, das haben wir. Wetter beeinflusst deine Gesundheit. Also, Regen ist gleich kalt, Nase tropft. Sonne ist gleich warm, Sonnenbrand. Oder gar kein Sonnenbrand, oder? Dem Tode nach. Charakterstatus. Wieso bin ich denn dem Tode nach? Bin ja hier voll geschützt eigentlich. Ich will gar nicht so in der Sonne. So, Crafting nochmal. Das hier. Jetzt sind das 10 Minuten. Okay. Inventar. Eigentlich das hier. Alte umfallen zu lassen. Nee, ich würde es eigentlich essen. Wasser und Chance auf Verdauungsstörung 3%. Oh, schön. Kann ich denn irgendwie auch was anderes craften? Zum Beispiel ein Feuer oder sowas. Feuerstarter. Essen. Steinschneider. Ich kann ja gar nichts. Gebratene Krabbe. Ja, ist okay. Finde eine Muschelschale. Wo sollten die finden? Oh, da vorne ist noch was. Also ich hebte der oben. Oh, Palmwedel auch. Mal alles aufheben, was wir hier so finden. Vielleicht auch mal Steine oder sowas. Ein Haufen Schrott. Kann ich da irgendwas mitmachen? Was kriegt denn dafür? Ah, dreimal kleiner Stock. Dauert 7 Minuten. Stand da zumindest. Jetzt hat es länger gedauert. Gut. Neue Baupläne. Gewinne eine Muschel aus einer... Was auch immer. Muschel. Hier, Muschel. Können wir sogar zwei machen. Und jetzt habe ich ja Muschelfleisch oder was? Hier. Man muss ja erstmal dran gewöhnen hier an diesen komischen Darmwart. Jetzt kann man das essen. Und nochmal essen. Ja, das ist doch ganz gut. Ein Platz zum Schlafen. Sammle schmale Blätter. Naja, das da hinten. Hat ihr auch schon schmale Blätter? Nee. Mach ja mal Tutorial durch. Weiß man nicht, warum hier hinten eine Muschel liegt, aber ich nehme die mit. Ah, das ist auch schon ein schmales Blatt. Schmale Blätter. Ein Werkzeug erforderlich. Achso, die kann ich dann einfach da so rausziehen. Baue ein primitives Bett. Ich werde das hier vorne gleich bauen. Hier so. Sieht eigentlich ganz gut aus. Sollen wir es hier im Schatten bleiben? Empfehlung. Ausrüsten, möglichst viel essen und trinken. Medizin, Tabakkompresse. Chancen auf Erholung.
Journal. Crafting. Sag mal, was muss ich jetzt machen? Achso, ein Bett bauen, ne? Werkzeuge. Wir könnten jetzt einen Steinschneider bauen aus. Voraussetzung Stein, wenn wir es hätten, ne? Fernkampfwaffen. Oh, ein bisschen was können wir. Ein Blattumhang. Ich baue den schon mal. Achso, erstmal das primitive Bett. Achso. Ressourcen platzieren. 5, ich habe 6. Achso, und dann bauen. Neues Ziel. Schlafe 6 Stunden oder mehr. Aber ich will noch nicht schlafen. Come on, Leute. Wir sind ja gerade mal erstmal hier angekommen, ne? Hätte gerne. Ich will noch nicht schlafen. Was war das? Komische Geräusche, ne? Hier bin ich auch noch in der Sonne. Kann da auch drauf drücken. Eine Karte haben wir. Ach, beginne mit der Kartierungsvorgang, um Ressourcen zu finden. Was brauchen wir hier? Aktuelle Höhe 7. Kartenbereich, Dauer des Vorgangs, Kartierungswerkzeug auswählen, haben wir nicht. Ach, man kann das noch kartieren hier. Oh, das ist ja mega geil. Boah, was ist denn das für ein großer Baum? Halt dein Gesicht fest. Also ich würde als erstes, jetzt machen wir mal Folgendes. Wenn wir hier Klamotten überhaupt irgendwas machen können, hier schon mal den machen, Blätterumhang. Weil das ist besser als... Ah, uns fehlt noch was. Teilweise bewölkt. Ja, das ist okay. Gut. Aber guck mal, ey, wenn wir hier über die Steppe machen, ne? Kann das ja richtig dauern. Ist hier ein Stock? Und bist du? Ja. Yeah. Okay. Also wir werden uns erstmal muschelmäßig richtig vollhauen. Dann würde ich gleich mal gucken, ob wir irgendwie eine Uhr haben oder sowas, ne? Weiß nicht so richtig, ihr seht alle, das ist wichtig. Status. Wir haben hier, ach da, guck mal, the bite ist hier teilweise bewölkt und die Uhr hier, okay, wird bald Nacht. So, ich hätte gerne trotzdem meinen Anzug. Den können wir schon mal craften. 20 Minuten und dann ist schon mal gut. Was haben wir hier? Rauchsignal. Für was ist das wichtig? Für? Ich muss einen Ort finden für das Gebäude auswählen, um ihn nötigen. Stößt eine sehr lange Zeit farbigen Rauch aus. Kann verwenden, um einen Ort zu markieren. Zum Beispiel ein Zuhause. Ne? Kiste aus Stöcke. Aufbewahrungs. Okay, cool. Lagerfeuer. Gebratenes Fleisch. Das wäre vielleicht mal ganz gut. Ja, das können wir ja auch schon mal. Wo ist denn unser Bett? Wir bleiben erstmal hier in der Nähe, würde ich komplett so behaupten. Abbrechen gehen. Was ist das hier? Das ist so ein Haufen Schrott zum Umschneiden. Also wir waren ja hier hinten irgendwo, ne? Aha. Also mit der Axt hat sich schon gelohnt, ne? Hier. Dann würde ich hier vorne das Lagerfeuer reinbamsen, ne? Gebäude, Lagerfeuer. Platzieren. Platzieren. Interaktion. Das ist natürlich jetzt
Hat mich verletzt jetzt? Nee. Interaktion. Aber ich kann das nicht einfach so anmachen, ne? Feuerstarter auswählen. Und ein Feuerstarter. Jetzt wird es ja interessant. Kommt ihr jetzt so was? Nee, ne? Oh. Feuerstarter. Da. Wir können ein Spindeholz machen. Oder ein Feuerstarter. "40 Minuten brauchst du, um das herzustellen." Na, ist egal. Ist ja egal. So, das haben wir auch noch. Den Feuerstarter haben wir. Brennstoff hinzufügen. Ach, wir haben gar nichts. Brennstoffdauer. Ich habe ja gar nichts ausgewählt. Wird jetzt einfach entfachen. Oha. Oh. So, und das kann ich jetzt einfach so essen, oder was? Ja. Oh, das ist natürlich eine gute Sache. Und jetzt gehen wir pennen. 6 Stunden oder mehr. Schlafen. Da, da, da. So. Finde einen Stein. Oh, ich bin nass. Ich bin tierisch nass. Mein Feuer ist aus. Ich bin nass. Na gut. Das, was schon Essen gemacht haben. Aber mit einem Stein finden ist das... Ach, da hinten ist irgendwo Stein. Okay. Ich gehe einfach mal... Ach du Scheiße, so weit nach oben. Ich will noch gar nicht in den Urwald. Stellt euch mal vor... Ja, wie speichere ich denn hier eigentlich? Ach so, speichern. Ohnmächtig werden und neu respawnen. Okay, mit Beenden des Spiels. Ist ja wenigstens mal ein bisschen vorteilhaft. Oh, hier, Steinhäuser. Oh, da ist ein Hühnchen. So, alles ernten. F. So, brauchen wir nichts. 15 Minuten, dann ist schön. Wir haben heute teilweise bewölktes Wetter. Aber jetzt ist hier... in 27 Tagen. Ja, das dauert ja dann gar nicht mal so lange. Und was bist du denn? Hi. Kamille. Ja, wenn denn alles, ne? Bist du auch Kamille? Oder Kamilla? Ja, du bist auch Kamille. Nee, Kamille reicht erstmal. So, da ist nochmal Stein, das hole ich mir. Obwohl es nicht so clever ist, denke ich mal, meine... Oh, was ist das denn da? Ach nee, das ist gar keine Kamille. Kein Stein. Oh, blowed up. Oh, was ist denn das für ein großer... Aber davon hatten wir ja eine Karte, ne? Von so einem Stein da oben, der ziemlich so aussieht, da fällt er jeden Moment runter. Und da war auch so eine Grotte, oder nicht? Kann ich überall da hinten hin? Denn es wird aber eine sehr große Karte. Salbei. Das nehme ich Mikro erstmal mit. Für mich ist eigentlich wichtiger, dass ich ein bisschen Stein mal finde. Baue ein Steinschneider. Aber das ist ja eigentlich ein Messer aus Stein. Ein Steinmesser. Ich weiß nicht, warum so das Steinschneider. Aber ich denke mal, das ist wie... ganz komisch übersetzt. Ah. Oha, massiver Stein. Das kennen wir ja noch, ne? Das ist hier unser Steinhaufen. Ich laufe hier einfach ein bisschen rum, weil müssen wir ja auch, ne? Und Brand ist jetzt nicht die größte Gefahr.
Hier Ressourcen, aber ja, okay. Wer braucht die Stadt? Was ist das für ein Geräusch? Ahn. Nee, das ist nicht so meine Gegend. Nee, das sieht irgendwie brutal aus, das Vieh. Also Steineig? Gar nichts. Obwohl ja davor könnten Steine liegen, ne? Ich will nur mal gucken, ob da wirklich Steine sind. Ne. Gut. Machen wir erstmal zurück. Oder ich sichere mich hier erstmal. Schatten wäre ja auch nice. Wo sagen? Können wir ein bisschen Gas geben, weil wenn man hier so ein nochmal so einen Sonnenbrand kriegt, ne, dann ist es eingeweichtes abgeklungen. Ach so, meinst du das? Gut, erstmal hier in Schatten. Das ist ganz gut. Steinschneider. Hey, Steinschneider, Steinschneider. Medizin, da könnten wir auch Bandage aus gedämpften Blättern. Hier können wir schon ein bisschen was herstellen. Ein Steinschneider. Ich crafte einfach das mal, ne? Gaudi. Was sagt... Baue einen Steinschneider. Reicht doch schon. Bist du doof? Habt ihr schon einen Steinschneider, oder? Stein? Hier, ein Steinschneider. Ich habe ein. Da steht eine Steinaxt. So geht's. Als könnte primitiven Schneider herstellen. Los geht's. Aber hier steht ja Einführung Steinaxt. Hä? Was willst du denn jetzt so von mir? Werkzeuge. Steinaxt ist aber kein Steinschneider. Mir fehlt Stock dazu. Oh. Ja, so Sonne ist das jetzt nicht mehr. Da könnte das eigentlich da weg. Na, okay. Nehme mir gar nichts weg. So, drei Stock. Sag mal, ist meine Axt bald im Arsch? Oder was wird der mal angezeigt? Ja. Nee, wo war das Werkzeug hier? Gute. Naja, ist egal. Ich werde mich da jetzt nicht einmischen. Wirf einen Speer und triff einen Krebs. Ein langer Stock. Ich glaube, die Kiste werden wir auch beide mal bauen, ne? Es dauert alles ziemlich so Zeit, ne? Also damit ist auch dann irgendwann die Wahrscheinlichkeit, dass man... dass die 27 Tage abgelaufen sind, natürlich auch da. Oder oben ist es. Das werden wir uns beim nächsten Mal angeln, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Drückt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.